Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt noch Folgen hochladen werde, wo ich versuche, alleine die Geister herauszufinden. Dafür mache ich dann auch separat eine Playlist, sodass ich einmal Phasmophobia als Multiplayer-Playlist habe und einmal für Einzelspieler. Ja, alleine wird es halt schwieriger, aber werden wir schon meistern, ne? So, Einzelspieler ausgewählt. Wir sind halt eher noch Anfänger. In der nächsten Stufe könnten wir sogar einen höher machen auf Fortgeschritten. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir machen von den Maps her alles kreuz und quer. Wir fangen aber erstmal an, alles nach Reihenfolge einmal durchzuarbeiten. Wird für mich halt immer schwieriger, je größer es wird, den Geist rauszufinden. So, wählen wir mal aus. Wir haben ja schon hier so ein paar Sachen, was wir benutzen können. Die werde ich auch gleich mal ausrüsten. Ich muss halt, da ich ja das meiste jetzt mitnehme, muss ich halt gucken, dass ich nicht sterbe. Sonst sind die Sachen weg, weil ich hier gekauft habe. Und das heißt, das muss ich dann wieder alles neu kaufen. So was, ich nehme einmal Salz mit. Vielleicht haben wir das als Herausforderung, das haben wir nämlich auch gar nicht getestet. Ja, da brauche ich erstmal die drei. Kruzifix, ne, das lassen wir. Gut, dann wollen wir mal starten. Let's go. Reagiert auf, können wir eigentlich komplett ignorieren, weil wir ja alleine sind. Okay, Kruzifix, das ist schon mal Nebensache, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Parabolmikrofon können wir machen. Schieße ein Foto vom Geist. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin. So, tägliche Herausforderungen, finde den Geistertyp heraus, erreiche 0 des Geisteszustandes, überlebe nur mit der Stadtausrüstung. Oh, okay. Und finde einen Knochen. Ja, mal gucken, was wir hinkriegen von. Wie heißt denn der Geist? Katjana Dö. Do. Okay, schwierig auszusprechen. Wir nehmen jetzt erstmal mit. Temperatur. Erstmal das, was wir hinstellen können. Ist alleine, glaube ich, besser. Und danach nehmen wir nach und nach hier die Ausrüstung mit. Ja, die 5 Minuten versuchen wir so viel wie möglich jetzt rauszufinden. Let's go. Erstmal alle Räume abchecken, ob die Temperatur runtergeht. Okay, ich glaube, hier ist der Geist drin. Jo. Gut, ich schmeiße mal das Buch hier hin. Schreibe in das Buch. Oh. Rotes Wasser ist nicht gut. Wo können wir das hier ein bisschen hin platzieren? Auch schon die Türen auf.
Schreibe in das Buch. Okay, wir gehen noch mal kurz raus. Wir haben nämlich zwei wieder frei. Heißt, ich nehme mal die UV-Lampe mit. Zack, und Dotz. Wir haben noch fast 3 Minuten Zeit. Okay, wir haben schon mal einen Handabdruck. Die Sachen zu schmeißen. Tagebucheintrag haben wir noch keinen. Nee. Okay. Gut, das tragen wir alles später ein. Merken, Handabdruck. Obwohl, können wir jetzt schnell machen. Ultraviolett. Bist du freundlich? Bist du freundlich? Wie heißt du? Wo bist du? Okay, EMF schlägt komplett an. Schmeißt überall Sachen rum. Gut, ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um noch ein paar Fotos zu machen. Oh, 42 Sekunden. Das habe ich hier halt noch nie benutzt. Da muss ich erst mal gucken, wie das funktioniert. Ah ja. Wo bist du? Okay, der fängt jetzt gleich an zu jagen. Wir gehen mal ganz kurz raus. Puh. Da haben wir ja schon ein bisschen was rausgefunden. So, er hat das Wasser dreckig gemacht. Okay, das nach mir geworfen. Hat er nicht gezählt. 51%. Gut, gucken wir mal, ob wir Orb oder Dot finden. Warte mal, wir hatten EMF. So, jetzt haben wir nur noch 4 Stück. Lass mal abchecken. Kamera liegt das nicht so doll da. Aber vielleicht finden wir trotzdem da irgendwie Orbs. Eventuell auch dort. Der war auf jeden Fall gut dabei, ne? Immer ein bisschen was umgeschmissen, Türen auf und zu gemacht. Das Wasser blutig gemacht. Der
Orbsichter jetzt keine rumfliegen. Dot hat bis jetzt auch noch nicht ausgelöst. Ist das Buch, sehe ich jetzt auf der Kamera nicht. Lass mal kurz gucken. Jin Goryeo. Friertemperaturen. An Jin bewegt sich schneller. An Jin, wenn es angreift. Blub, blub, blub. Oreo. Onryo, ne? So rum. Oreo, genau. Geisterbox. Also wird oft als das zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus den Körpern sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er vom Feuer fürchtet. Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Oh, okay. Was haben wir noch? Ach, das war ja gar nicht. Goryeo war das. Goryeo, Obake und Mühling. Goryeo, Obake. Und die hinterlässt uns eine Spur. Okay, der hat ja eigentlich einen Handabdruck schon gezeigt direkt. Manchmal verwandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Goryeo und Mühling. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, einen Goryeo zu betrachten. Regel von der Kamera: Wenn keine Menschen in der Nähe sind, schwächen sie, werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Mühling. Mühling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute besonders leise sind. Mühling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Mühling geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Okay. Bis jetzt haben wir noch nicht wirklich was, ne? Was lasse ich denn mal da? Oh, hat er was umgeschmissen? Hat sich aber noch nicht gezeigt. Oder? Oh, wir sind auch nur bei 47%. Wird schwierig. Ah, oh, ich habe das Mikrofon gar nicht dabei. Nein! Hä? Ich habe gedacht, ich hätte es eingepackt. Och, Mist. Thank you.
Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Morois Geisterbox. Haben wir aber nicht. Mühling. Geisterbuch. Geisterbuch. Dots, das kann man eigentlich schon fast ausschließen. Gefriertemperaturen. Und Geisterorb. Habe ich auch keine gesehen. Mal die beiden mal ausschließen. Haben wir noch Djinn und Mühling. Also Geisterbox und Gefrier. Oder? Ne, Geisterbuch. Und Gefrier. Okay, dann kann ich das ja da lassen. Geisterbuch und Gefrier. Wir müssen nochmal rein. 51%. Ich hoffe, das reicht. Mann, warum hat er kein Foto gemacht? Aber das bringt auch nichts. Mist, hat er gehuntet. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ey. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Ah, Mist. Es war ein Djinn. Der hätte aber ruhig noch ein Foto machen können. Das ist ja Mist. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Beziehungsweise. Nee, ich muss leider aufhören. Ich fange jetzt gleich an zu streamen. Das reicht mir nicht mehr von der Zeit. Gut, ja, die erste Runde alleine hat ganz, nicht ganz geklappt. Wir waren aber schon auf heißer Spur. Das war der Gin. Es hätten, glaube ich, nur noch die Gefriertemperatur gebraucht, ne? Ja. Das wollte ich eigentlich jetzt testen. Aber dann habe ich, ne, hat er angefangen zu singen und dann wollte ich die Kamera zücken, ein Foto machen, falls so ein Geisterereignis kommt, aber naja, hat dann doch direkt gehuntet. Kann man nichts machen. Gut, dann nächste Folge. Gehen wir nach Edgefield Road, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.